gigantischen Ausmaßes. Das ist einzigartig. Das ist großartig. Also ich bin überwältigt gewesen von der Qualität und der Vielzahl, dass es auch nicht einmalig ist, sondern dass das sich in jeder der dort ausgegrabenen Struktur ein System von ein hochkulturelles System spiegelt, das sehr alt ist und auf keinen Fall der Zerstörung anheimfallen darf. Ne? Das geht gar nicht. Ist das wirklich sehr gut datiert? 3200, das ist Quatsch, das ist älter. Aber nach den Beigaben müsste es älter sein, es müsste Neolithikum sein. Egal, das ist eine prähistorische, das ist wirklich, was du sagst, eine prähistorische Siedlung mit einem riesigen Gräberfeld, alle Steinkammergräber. Eine Siedlung mit Steinkammergräbern gigantischen Ausmaßes ist in Korea freigelegt worden, das soll zugebaut werden. Ja, man muss auch die für zukünftige Forschung und offenhalten. Auch das noch, ne? Ja, natürlich, das ist Weltkulturerbe, ja. Das ist nicht nur Korea, das ist Weltkulturerbe. Auf jeden Fall, also. Das würde nicht nur ich sagen, das würde jeder sagen. Es ist unvergleichlich, unvergleichlich, einzigartig und unvergleichlich. Das gibt es in der Welt nicht normal. Und das ist ein hervorragendes Zeugnis der koreanischen Vergangenheit. Ein unbedingt schützenswertes und erhaltenswertes Weltkulturerbe. Das kann man gar nicht machen. Das ist vergleichbar zu Stonehenge. Wenn du fragst, viele Leute, was würden sie das vergleichen, würde ich sagen, Stonehenge, Machu Picchu. Hat die gleiche großartige Qualität. Ja, so. Tatsächlich. Meine ich ehrlich. Es ist so. Das ist unmöglich, dass man da den ganzen Befund kaputt macht oder überbaut oder das nützt nichts, wenn das auf Papier nachher dokumentiert wird oder digital veröffentlicht wird. Das muss sichtbar bleiben. Das muss allen Koreanern Möglichkeit geben, dass wenn man das einen Park dort macht, also einen archäologischen Park, wie ein Park, mit Wegen anlegen, dass die Leute da rumlaufen können und das sehen können. Und dabei ein Museum, ein kleines Museum, wo Funde ausgestellt sind. So würde ich mir das vorstellen. Irgendwie durchgedrehte Kids, die wollen vielleicht nach Legoland, aber das Legoland gibt es in Dänemark. Ein ganzes Dorf, Legoland, in Dänemark. Und das gibt es in Amerika und das gibt es in England und das gibt's, vielleicht gibt es in Bayern auch irgendwo einen Ort, der Legoland schon ganz aufgebaut hat. Alles aus Legostein. Das ist doch banal. Das ist banal und vorgefertigte Massenware. Lego. Das muss doch möglich sein. Es gibt doch noch andere Stellen, wo man das braucht. Das muss ja nicht genau da sein. In Plastikbausteinen, die irgendwann völlig aus der Mode gekommen sind, dass da so ein Monstrum errichtet wird, das ist doch vorstellbar, dass vielleicht im Moment lockt das Touristen an, meinetwegen Legoland. Aber das lockt nicht mehr in 30 oder 40 oder gar 50 Jahren, das Legoland eine Müllkette, das ist überholt. Man hat andere Dinge, man hat heute die elektronischen Medien, wo Kinder mitspielen. Legoland ist eine Sache der Kultur der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre und vorbei und aus. Das ist irgendwann weg und Plastik und alles ein Steinchen wie das andere, Einöde. Das kann man doch nicht gegen sowas wechseln und vertauschen. Das geht nicht, das ist unmöglich, das ist ein Denkmal. Man muss sich mal vorstellen, jemand würde sagen, Machu Picchu da oben auf dem Felsen, da errichten wir jetzt ein Touristenhotel. Wir machen die Denkmäler alle weg, da die Ruinen, weil das so eine schöne Aussicht da ist und weil das so schön hoch liegt. Machen wir also ein Wellness-Hotel da oben. Was ein Quatsch. Das geht doch nicht, so ein Denkmal kann man nicht zerstören. Nee, nein. Das kannst du sagen, dass man erwarten könnte, dass die Politik und Unternehmer intelligent genug sind, eine andere Stelle zu finden. Und nicht ausgerechnet dort. Nein, das reicht überhaupt nicht. Das kann man natürlich machen. Das wäre auch schön, wenn, sagen wir mal, in Seoul würde in einem Museum ein so ein Ding stehen. Ja, und dann Foto dabei von der ganzen Anlage und so. Und das ist unser eigentliches Denkmal. Das ist hier nur als museales Einzelobjekt. Aber das ist ja nicht der Kontext. Der Kontext ist da draußen. Dass man das überhaupt, die Großartigkeit, die Wichtigkeit versteht man, wenn man da draußen ist. Die 800 Meter oder was das war ja riesig. Das versteht man nicht, wenn man die Zahl hört oder so. Oder so einen Plan an der Wand sieht dann, oh, 800 Meter. Das verstehe ich vielleicht, weil ich als Archäologe solche Fundstellen kenne. Und du verstehst das, weil du dich für sowas interessierst. Aber der Besucher und normale Leute verstehen das. Sie verstehen das draußen. Wir haben Kulturdenkmäler, die längst nicht so alt sind aus dem Mittelalter. Und wir haben auch einige Dolmen und Steingräber. Einzelne, vielleicht mal drei auch nebeneinander. Aber so etwas Großartiges haben wir gar nicht. Das heißt, wenn das in Deutschland passieren würde, das wäre eine Sensation, die über die Grenzen Deutschlands hinaus für wichtig gehalten würde und würde uns jeden Bürger außerordentlich stolz machen, dass wir sowas in unserer Vergangenheit vor Augen führen können. Das wäre ein Denkmal der eigenen Identität, der Vergangenheit, was schon Leute vor 3000 Jahren hier bei uns geleistet haben. Das würde nicht ein Tagesereignis sein oder ein Ereignis, das durch die Medien geht und das dann einen Monat lang in der Presse steht oder Fernsehen darüber berichtet ist, sondern das würde ein dauerhaftes Denkmal der Identität sein. So wie zum Beispiel in Deutschland die Wartburg aus dem Mittelalter, wo einer der großen Kirchenreformatoren Martin Luther drin gewesen ist. Niemand würde einfallen, diese Burg deswegen wegzumachen, weil das so alt ist oder ganz im Gegenteil, diese Burg wird geschützt und erhalten und renoviert und restauriert. Aber nur ist dieses koreanische Denkmal dann nicht zu vergleichen mit einer Burg, die 500 Jahre alt ist. Ne? Das ist also... Das ist ganz wenig dagegen. Dieses Ding hat die Qualität von Machu Picchu oder Stonehenge, ganz eindeutig.
Das sage ich als Archäologe und Kulturwissenschaftler. Und dem wird jeder in Deutschland beipflichten. Da gäbe es niemanden, der das sagen würde, nein, das stimmt nicht. Und ich glaube, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und in der ganzen westlichen Welt wird man sagen, das ist einmalige Qualität.